Maja Christowa. Maja Christowa jetzt mit riesigem Schwung an den Balken. Fiel das erste Mal positiv auch bei den Europameisterschaften im vergangenen Jahr in Athen. Die Konkurrenz im eigenen Land ist größer, besser geworden. Da gibt es jetzt auch eine Silvia Mitova, die wir logischerweise auch noch zu sehen bekommen, die im Kür-Vierkampf Platz 4 belegte, hinter Tatjana Gutsu, Jelena Grudneva und Eva Ruida aus Spanien. Ein klein wenig korrigieren bei dieser Drehung. Und die Vorbereitungen auf den Abgang in Doppelsalto mit in der zweiten Rotation doch sehr weit gegrätschten Beinen. Ich habe es Ihnen ein paar Mal ja unter den anderen Übertragungen gesagt, das wird mittlerweile von den Kampfrichterinnen geahndet. Da gibt es und sollte es zumindest Abzüge dafür geben.